Heute beim elektrischen Reporter: digitale Nomaden, eine Frau für Opa und riechende Maschinen. Elektrischer Reporter. Ich habe Sie erwartet. Ein Großteil der werktätigen Bevölkerung verbringt einen Großteil des Arbeitstages vor dem PC. Seit letzterer nur noch so groß ist wie ein Küchenbrett und WLAN, so selbstverständlich wie warmes Wasser, verlegen immer mehr Menschen ihren Arbeitsplatz ins Homeoffice. Andere gehen gleich einige Schritte weiter und erklären die ganze Welt zu ihrem Büro, wie unser erster Beitrag zeigt. Für einen Wohnungslosen führt Jan Tissler ein ziemlich angenehmes Leben. Seine neue Wahlheimat: San Francisco im sonnigen Kalifornien. 3 Monate will der Online-Journalist bleiben. Nicht als Urlauber, sondern um zu arbeiten. Genauso hat er es davor schon in Las Vegas, in Los Angeles, in Amsterdam und in Stockholm gemacht. In Gemeinschaftsbüros wie diesem hier trifft Tissler Kollegen aus aller Welt. Digitale Nomaden wie er. Sie kommen viel herum. Ihr Geld verdienen sie im Netz. Zum Beispiel als Webdesigner, als Entwickler oder als Übersetzer. Ihre Jobs können sie überall machen. Hauptsache, es gibt einen Internetanschluss. Ja, ich finde es einfach großartig, so in der Welt herumzukommen. Das Interessante ist, dadurch, dass ich jetzt ja eben nicht Urlaub mache an dem Ort und jetzt vielleicht nur für ein paar Tage oder vielleicht für eine Woche oder zwei hier bin, dadurch lerne ich eben viele Leute auch aus aller Welt noch kennen, die auch hier zum Beispiel jetzt nach San Francisco kommen oder an den anderen Orten, an denen ich schon war. Also ich habe jetzt inzwischen Leute aus vielen Teilen der Welt kennengelernt, die ich noch gar nicht besucht habe. Die Digitalnomaden sind zu einem globalen Phänomen geworden. Sogar in vielen Schwellenländern finden sie leicht einen Platz zum Arbeiten. Denn wo sich viele Rucksacktouristen tummeln, da bieten viele Hostels und Cafés kostenloses WLAN an. Seit kurzem haben die reiselustigen Internetarbeiter sogar ihre eigene Konferenz, die DNX in Berlin. Das Interesse daran? Riesengroß. Das ist einer der Erfinder der DNX. Markus Meurer sagt, mit dem richtigen Geschäftsmodell könne jeder sein Geld von unterwegs verdienen. Das geht aber nicht von heute auf morgen. Ich denke, ein großer Fehler ist, unüberlegt zu starten und ohne Backup zu Hause loszulegen ins Abenteuer und zu sagen, ich bin es jetzt, ich bin der nächste digitale Nomade, ich habe mir jetzt auf WordPress einen Reiseblog aufgesetzt und dadurch werde ich reich. Gerade Reiseblogger arbeiten manchmal jahrelang darauf hin, bis sie von den Werbeeinnahmen leben können. Auch wenn es manchmal danach aussieht. Digitalnomaden sind keine Weltenbummler oder Dauerurlauber, sondern Geschäftsleute. Meurer zum Beispiel betreibt eine Agentur für Online-Marketing. Seine Erfahrung? Wer an den schönsten Orten der Welt arbeiten will, der braucht viel Selbstdisziplin. Man muss schon sehr fokussiert sein, wenn die anderen Urlauber um einem rum sind, die darauf lange gespart haben, mehr Budget zur Verfügung haben und dann Halligalli machen, muss man selber dann vielleicht auch mal länger am Laptop sitzen und nebenan arbeiten. Reich wird man dabei nicht, erklärt Meurer. Aber ein Nomade wie er braucht nicht viel. Er besitzt nur das Nötigste. Seine Koffer hat er schnell gepackt. Und in den Schwellenländern Asiens oder Lateinamerikas lässt es sich auch mit wenig Geld ganz gut leben. Klimatechnisch sei das globalisierte Nomadentum eine Katastrophe, sagt der Wachstumskritiker Nico Pech. Ein Flug von Frankfurt nach Sydney in Australien und zurück verursacht zum Beispiel 12,5 Tonnen CO2. Pro Kopf wohlgemerkt. So viel klimaschädliches CO2 produziert ein Deutscher normalerweise in einem ganzen Jahr. Pechs Urteil steht fest. In seinen Augen sind Globetrotter Egoisten, die ihren Freiheitsdrang auf Kosten der Umwelt ausleben. Ich würde schon sagen, dass ein globales Nomadentum Ausdruck einer egozentrischen Welt ist. Und natürlich sind wir inzwischen so aufgeklärt, dass wir versuchen, über eine Nachhaltigkeitssymbolik manches zu kompensieren. Deswegen erleben wir das Paradox, dass ausgerechnet Menschen, die sehr oft Flugzeuge benutzen, irgendwie sagen, ich trinke aber nur Bionade oder ich bin Vegetarier oder ich habe ganz wenige Konsumgegenstände, um irgend so etwas wie ein moralisches Gleichgewicht herzustellen. Und das ist eben ein ökologisches Versteckspiel. Es geht natürlich auch anders. Nicht alle Büronomaden jetten vom Fernweh getrieben rund um den Globus. So ein Leben ist auch nicht jedermanns Sache.
Jan Tissler hat zwar auch nach anderthalb Jahren immer noch Spaß daran, aus einem Koffer zu leben. Trotzdem würde er das Nomadendasein nicht jedem empfehlen. Wenn ich jetzt sage, das ist spannend, immer wieder an neuen Orten zu sein, dann ist dieses, dass es spannend ist, natürlich auch mal anstrengend. Und es gibt dann manchmal Zeiten, wo man sich dann vielleicht gerne mal entspannen möchte. Aber dann wechselt man gerade wieder den Ort und zieht irgendwo neu ein. Digitales Nomadentum. Das klingt nach Wüstenromantik und grenzenloser Freiheit. Doch es bedeutet auch Stress und häufig Einsamkeit. Davon ist in den zahlreichen Blogs aber nur selten die Rede. Viele Digitalnomaden malen ihr Leben nach außen recht rosig aus. In ihrer Ratgeber-Rhetorik wird das Reisen zum Allheilmittel. Gegen Burnout, Zukunftsängste, gesellschaftliche Zwänge und persönliche Sinnkrisen. Die neuen Internetberufe erlauben es zwar jedem, den Lebensmittelpunkt selbst zu wählen, aber ein Leben frei von Zwängen wird man auch am anderen Ende der Welt nicht finden. Dass Menschen über das Netz einen Partner suchen und finden, ist mittlerweile Alltag. Trotzdem gibt es noch Internet-Kennenlerngeschichten, die nicht ganz so alltäglich sind. Und um eine eben solche geht es heute in unserem Tweet und seiner Geschichte. Ich bin Elisabeth Rank, ich bin 29 Jahre alt. Ich arbeite als Autorin und Konzepterin für digital und auf Twitter findet man mich unter @cumulus. Also ich saß mit Opi im Café und es ist Winter und wir haben darüber geredet, dass er im Winter nicht in den Garten fahren kann und dass er sich eine Freundin sucht. Und dann hat er mich gefragt, ob ich nicht eine Kontaktanzeige für ihn auf meinem Blog online stellen möchte. Und ich habe ihn angeschaut und gedacht, was? Meinst du das ernst? Und er meinte so, ja, er meint das ernst. Und dann bin ich nach Hause und habe noch mal ein bisschen drüber nachgedacht und dann habe ich es einfach runtergeschrieben. Und das war eine Sache von 10 Minuten am Ende. Es war so, dass dann die Leute innerhalb von kürzester Zeit diesen Tweet, der ja auf meinem Blog gelinkt hat, wo ein Bild von ihm war, ganz viel retweetet haben und verteilt haben und darauf geantwortet haben. Und auch ganz viele haben geschrieben, sie wollen unbedingt ihre Oma aus kleinen Ollersbach mit Opi verkuppeln, wissen aber nicht wie. Aber die wenigsten haben eigentlich am Ende den zweiten Schritt gemacht. Aber es waren wirklich ganz viele Medien und vor allen Dingen aber auch ganz normale Leute, die den Tweet verbreitet haben. Opi kommt allgemein im Internet sehr gut an, muss man sagen. Also ich zitiere ihn ja manchmal, dass ich mich mit ihm treffe und er lustige Sachen sagt. Und das sind die Tweets, die die Leute am liebsten lesen. Der sagt, der hat halt einen ganz speziellen Blick auf die Welt. Und natürlich ist es beeindruckt des Menschen, wenn man die Offenheit hat zu sagen, hey, ich suche jemanden und auch noch in meinem Alter. Und mir gefällt das und das und damit wirklich auch rauszugehen. Das ist halt nichts Alltägliches. Und ich glaube, das fanden die Leute gut und wollten es unterstützen. Ich glaube, wir reden halt schon wirklich viel über junge Leute. Und über, ja, die müssen ihre Zukunft finden und die Beziehung finden und die Liebe finden und den Ausgleich im Job finden und was sie nicht alles finden müssen. Aber wir reden total selten über ältere Leute, die alleine sind. Und es gibt viel mehr alte Menschen da draußen, die alleine sind, aber mit denen redet halt niemand, weil es im ersten Moment langweilig scheint. Dann ist das plötzlich was Besonderes und dann sehen die Leute halt auch, dass das ganz normale Menschen mit ganz normalen Bedürfnissen sind und nicht irgendwelche klappernden Maschinen. Und dann hat er ein echtes Date gehabt und sie haben sich sogar zweimal getroffen, aber haben einfach gemerkt, es war jetzt nicht ganz schrecklich oder so, dass sie einfach so ganz andere Interessen haben. Und wenn aber der eine ganz doll die Stadt liebt und den Trubel und den Lärm und der andere überhaupt nicht und jede Gelegenheit nutzt, aus der Stadt wegzukommen, dann passt das halt nicht so gut. Sehen, hören und tasten. Computer und Smartphones sprechen unsere wichtigsten Sinne an. Fast. Denn Geruchsrechner gibt es bislang noch keine. Doch auch daran wird schon fleißig geforscht. Wie unser nächster Beitrag zeigt. Frühling in Paris, der Stadt der Liebe. Aber die Blumen im Tuileriengarten kann man im Netz leider nur sehen, nicht riechen. Genauso wie die leckersten Croissants der Stadt. Google Knows, der digitale Riechservice, 2013 angekündigt, war leider nur ein April-Scherz. Muss das eigentlich so bleiben? Nein, muss es nicht. Zumindest nicht, wenn es nach Antoine Mailly geht. Seine Firma hat zusammen mit Harvard-Ingenieuren das O-Phone entwickelt. Ein Bluetooth-Gerät, mit dem Gerüche online verschickt werden können.
Ihre Zuschauer können nicht riechen, was in diesem Raum geschieht. Demnächst wird das anders sein. Sie können hierher kommen, damit herumspielen, es mit ihren Zuschauern sharen und sie werden diese Erfahrung mit ihnen teilen. Die sogenannten O-Chips enthalten Kartuschen mit mehreren Duftstoffen. Sie setzen Aromen frei und kombinieren diese zu komplexen Gerüchen, ganz so, wie es ihnen die Nutzer vorgeben. Bis Ende des Jahres soll ein kleineres Modell des O-Phones in den Handel kommen. Mit einer Smartphone- und Tablet-App werden die Nutzer dann eigene Duftkompositionen erstellen und abspielen können, wie Musikstücke. Sie werden auch Fotos mit dem Geruch des Meeres oder dem Duft eines Geburtstagskuchens taggen und verschicken können. Oder Sie verwenden das O-Phone einfach als digitalen Duftbaum. Das zumindest ist das Ziel von Mai. In Japan gibt es schon längst Apps, mit denen sich zum Beispiel verliebte Teenager Rosendüfte schicken können. Dazu müssen sie allerdings jeweils Kartuschen mit einem bestimmten Duftstoff an ihren Handys anbringen. Das O-Phone hingegen soll durch seine kleinen Duftkapseln bis zu 70.000 verschiedene Gerüche abbilden können. Allerdings, auch das sind immer nur Imitationen von Düften. Den Schnappschuss eines Geruchs einfangen kann das O-Phone bisher nicht. Strawberry ice cream smell in my nose. If we can have good senses. Mit guten Sensoren glaube ich, dass es klappen kann. Verläuft die Entwicklung der Sensoren weniger gut, wird es sich vielleicht nicht durchsetzen. Also ist die Entwicklung der Sensorik sehr wichtig, denke ich. Wir möchten in Zukunft mit quasi biologischen Sinnesorganen arbeiten, mit denen man die Eigenschaften des menschlichen Geruchssinns nachahmen kann. Professor Nakamoto experimentiert dafür mit dem Riechorgan der Fruchtfliege Drosophila. Die ist auch das Fachgebiet des Zellphysiologen Clemens Störtkuhl von der Uni Bochum, der Hochburg der deutschen Riechforschung. Der Geruchssinn der kleinen Fliege ist nämlich ähnlich komplex wie der des Menschen. Und der kann immerhin 1 Billion Duftstoffe erkennen, im Vergleich zu nur 7 Millionen Farben und 350.000 Tönen. Wenn wir jetzt eine elektronische Nase uns vorstellen, so wie wir sie haben und besitzen, mit all den Fähigkeiten, bestimmte Substanzen zu erkennen, da stellt sich dann die Frage, wie kann ich solche Substanzen an der anderen Seite überhaupt generieren, so schnell in einer kurzen Zeit? Ich müsste also diese Billion von Duftstoffen auf der anderen Seite immer kontinuierlich zur Verfügung stellen, damit ich auch diesen Dufteindruck vermitteln kann, den derjenige hat, der diese Substanz über das Internet verschickt hat. Die japanischen Forscher arbeiten darum mit Order Approximation, Näherungswerten. Auch O-Phone-Miterfinderin Rachel Field glaubt an die Kraft des Ungefähren. Damit jemand einen Geruch erkennt, braucht man physiologisch nicht 100% der Düfte, die dazugehören. Wenn wir 70-80% eines Keksgeruchs liefern, erledigt das Gehirn den Rest. Noch mag uns ein duftendes Internet überflüssig vorkommen. Aber wie das mit vermeintlich nutzlosen Dingen manchmal so ist, sind sie erst mal da, können wir sie uns am Ende gar nicht mehr wegdenken. Sei mir gegrüßt, mein Sauerkraut, holdselig sind deine Gerüche. Heinrich Heine. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Elektrischer Reporter.